Hallo und herzlich willkommen bei Zuhause Training. Mein Name ist Alex Jankulin. Es ist Ende Dezember, um ganz genau zu sein, es ist der 25. in der Früh. Ich befinde mich gerade auf einem Schulsportplatz und ich werde versuchen, all die Geräte, die ich hier gefunden habe, in einen funktionellen Workout einzubinden. Ich habe hier zum Beispiel eine Reckstange gefunden, kleine Fußballtore, Sandsäcke, die einen Volleyballplatz abdecken, und natürlich werde ich auch mit meinem eigenen Körper viele Übungen durchführen. Warum eigentlich ein funktioneller Workout? Funktioneller Workout dient eigentlich der Verbesserung der Bewegungen und nicht der Muskulatur oder Kraftsteigerung und so weiter und so fort. Also im Vordergrund steht die Verbesserung der funktionellen Abläufe. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn Sie eine andere Sportart ausüben, wie zum Beispiel eine Spielsportart oder eine Kampfsportart, um natürlich diese Bewegung, die Sie dort einsetzen, zu schulen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein funktioneller Workout für die Alltagsbewegungen sehr, sehr förderlich, da Sie das Zusammenspiel zwischen den Muskeln und den Nerven sehr stark und sehr gut schulen. Gut, nun möchte ich mich zum Aufwärmen begeben, das sollten Sie auch machen. 5 bis 15 Minuten locker einlaufen, dynamische Übungen, kleine Aufwärmsätze und dann geht es los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Verlauf des Workouts und viel, viel Erfolg. Bis demnächst. Tschüss, euer Alex. Think about it.